Da ist das Tor. Die Feuer haben wir alle ange... Naja, fast alle. Hier hinten waren wir noch nicht. Plünderer-Areal. Ganz so weit hier hinten waren wir noch nicht, ne? Oder? Haben wir denn... Weiß jemand, gibt es hier noch irgendwo Quests, die ich machen kann? Also haben wir sie ja alle gemacht. Ich möchte gerne natürlich alle Quests entdecken, logischerweise. Ja, diese blöde Stolperfallen-Tutorial. Da muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ansonsten müssen wir in die Richtung. So, brennendes Schwein. Hier gibt's nichts zu sehen. Ist natürlich die Frage, kriegen wir eventuell hier, drei von den Viechern. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Mhm. Was will sie uns damit sagen? Also ich war das nicht. So. Ein Material kann man ja immer gebrauchen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Na, wer läuft denn da hinten rum? Gut, da bist du wohl von der Hufe getroffen worden, ne? Komm, die Idee war gut. Ja, du musst auch mal treffen, Mädchen. Ich habe ja gedacht, ich könnte drüber springen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Hat mich die Kuh doch noch unterm Fuß erwischt, weißt du? Ist aber auch schon wieder ein Müll hier. Ist ja fürchterlich. So, was haltet ihr davon? Ich loote hier in Ruhe. Na komm. Ach du Scheiße. Ja, den ganzen Baum zerlegt. Was ist denn das hier los? Naja, passiert. Sehr nützlich. Haben wir denn gelootet hier alles, oder?
alles wieder gut. Da kommen wir jetzt mal zur Ruhe. Ich meine, ein bisschen sammeln habe ich ja nichts gegen, weißt du? Viel später. Dünnen wir die Herde einfach aus. Renn doch nicht weg, du feiges Ding. Sind aber auch alle irgendwie ein bisschen grantig heute auf mich, habe ich das Gefühl, oder? Nur weil ich hier ab und zu mal so eine kleine Kuh töte. Kann man nur so widerwärtig zu einem... Das brauche ich. Oh, hier ist noch was zum Loot. Gut. Nachdem wir hier für ein bisschen Verwirrung gesorgt haben, können wir uns ja auf den Weg machen, oder? Ist halt die Frage, gibt es hier noch mehr Quests? Das war die große Frage, bevor hier wieder so ein Massaker stattgefunden hat. Ich kriege nämlich so langsam ein Hüngerchen, ne? Ich meine, deswegen hatte ich auch gerade auf die Uhr geguckt. Ich denke, kann doch nicht sein, dass du schon wieder Hunger kriegst, aber ist ja auch schon wieder länger her, dass die letzte Mahlzeit war. Ihr kennt das, ne? Was jagen sie da draußen? Außerhalb des Beckens. Das kann nicht nur eine Maschine sein. Wir machen auf jeden Fall nicht mit. Wir sind ausgestoßen. Die wollen nicht, dass wir dazugehören. Also sollen sie gucken, wie sie klarkommen. Da ist er. Genau. Aloy. Ach, hi. Du bist hier. Warte, ich mach mal eben Speicherer, ja? Ist auch schon wieder 7:30. Ja, ja, eben. Und ich hatte mir überlegt, ich habe noch so ein paar kleine Nürnberger Rostbratwürste. Na komm, wir sollten reden. Hm. Mache mir ein bisschen Salat dazu und ich habe hier noch so gefüllte Kartoffeltäschchen, weißt du? Aber die brauchen halt eine gute halbe Stunde, bis die schmackhaft sind. Hast du die Feuerpfeile? Ja. Habe ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich habe eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. So, ich habe die kauzige Greta übrigens getroffen. Ich habe Greta Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und hab allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy... Das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ach, scheiß auf Gesetze. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Monatelang. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. So. Dann erzähl mir doch mal, was ist denn das jetzt hier für eine Lektion? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Na gut, dann ruhe ich mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird.
Ich werde mich kurz hinlegen. Wir haben ja auch ein paar Nächte durchgearbeitet. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Soll ich denen eine klatschen? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Naja. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Und? Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. War das jetzt so ein Stöhnen, so... Oh ja. Oh, töte mich. Ich nehme mal mit, ne? Was ist das, ein Tothuhn? So, was sagt sie? Folge dem Pfad der Zerstörung. Das ist wohl der hier. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Na klar, jetzt bin ich wieder dran. Oh, verstehe. Leuchtendes Geflecht, wofür ich das auch immer brauchen kann. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Natürlich. Achte auf die Umgebung. Was für eine Umgebung? Das ist ein Truthuhn. Welchen Pfad sollen wir denn laufen? Hier unten rum. Der ist tot. Der ist ja jetzt nicht so das Problem, ne? Komm, dreh dich mal um. Komm, dreh dich mal um. Was bist du denn für ein Wächter? Los hier, zu faule Kuh. Das ist auch keine gute Schussposition. Na gut. Wo ist er? Ach, da unten. Schön sneaky. Oh, da oben ist irgendwas. Muss ich nicht so weit laufen, wisst ihr? Das ist die Idee. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Na, werd mal nicht so großkotzig, Mädchen. Du bist tot, wenn du nicht aufpasst. Eben. Aber da oben war doch irgendwas in hier Lieder, ne? Ja. Was ist das?
Du bist auch keine gewöhnliche Errungenschaft Blume. Freigeschaltet. Erste Metallblume gefunden. So, bestimmt gleich wieder so ein Bosskampf, oder? Das ist oder so der erste Mini-Bosskampf. Irgendwie sowas ist das doch. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Pussycat, warum hast du dich schon mal drum gekümmert? War der nicht mit Feuerpfeil unterm Bauch irgendwie so? Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Na, vielen Dank auch. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Wenn er mich zerfetzt? Verstehst du? Du machst das allein. Der darf mich Wo nicht ist er denn? Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Verwende die Stolperfalle, um über den Weg des Sägezahns einen Schock dran zu spannen und ihn zu betäuben. Ziele auf den Boden. Achso, ja. Jetzt müssen wir erstmal den Fokus kriegen. Lohnbehälter, schwach, Feuerresistenz. Geh da mal runter. Tut dir nur nicht weh, Mädchen. Also die Frage ist, wo können wir jetzt Position beziehen, dass wir ihm schön eine klatschen können. Weil hier ist nicht so geil, ne? Ich komme hier nicht weg. Wo ist er denn? Dickerchen, wo bist du denn? Hasi! Ach, da hinten bist du. Entschuldige. Ich würde ja sagen, Vater des Jahres, wenn er ihr Vater wäre. Ja, ne? So, wenn du hier stirbst, stirbst du. Pech gehabt. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Krieger werden will, kann ich natürlich auch nicht immer nach Papa rufen, ne? Das ist wohl wahr. Komme ich da durch? So, der klatscht jetzt erstmal hin. Ich wollte eigentlich ein bisschen in Deckung gehen. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis und vor allem Flucht. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ach, alles halt so wild. Aber weißt du, was mich ein bisschen wundert? Der war doch von der HP war der doch viel weiter runter. Ich habe gedacht, ich hätte ihn gleich. Wo ist er denn? Mein viel hat er ja nicht mehr, ne?
Aber ich glaube, ich habe einen sehr guten Schuss in den Lohnbehälter geschickt.